Ja, was mich tatsächlich immer wieder fasziniert und auch begeistert an all diesen modernen Geräten der Kommunikationselektronik, das ist tatsächlich dann aber doch eben dieser Umstand, wie sehr sie dann unterm Strich, kann man sagen, die Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Das ist schon sehr hübsch. Die Menschen dazu bringen, einander zu helfen, aufeinander zuzugehen. Das ist noch gar nicht lange her. Da saß ich bei mir zu Hause in der Küche, hatte auch irgendwie so das Fenster auf zum Innenhof und hörte irgendwann dann Stimmen aus dem Innenhof. Stimmen, wie man sie häufiger mal hört, aus einer anderen angrenzenden Wohnung, wo ich dann ein bisschen genauer hingehört habe und sehr bald auch anhand der Stimmen dann festgestellt habe, ach guck mal, da versucht offensichtlich jemand seinen Samstagnachmittag zu nutzen, um bei sich zu Hause eben einen Router zu installieren. Und anhand dieser Geräusche konnte ich dann aber auch relativ bald hören, oh, ich glaube, das läuft nicht mehr ideal. Nee, das hat er sich anders vorgestellt. Also das ging los mit so ganz normalen Wutschreien, wie man sie auch häufiger dann mal im Innenhof hört, wo dann halt gebrüllt hat, nein, oh, warum, nee, ich geh einfach weg, ich lass das alles so liegen, und dann sollen sie sich mal wundern, das sollen sie mal finden, denken, was ist da passiert, warum ist er einfach weggegangen, wie konnte das sein und so, warum kann das nicht mal funktionieren, warum kann ich mal einmal einfach irgendwas so direkt, wo nie funktioniert, mal einmal ein einziges Mal direkt irgendwas, oder, wo man sich noch gefragt hat, was hat er denn, also hat er sich womöglich verbrannt oder auf den Finger gehauen oder so, aber dann sehr bald gemerkt hat, nee, dafür geht's viel zu lang, der installiert was. Aber es dauerte noch mal eine ganze Weile, bis er irgendwann dann auch endlich mal richtig halbe und ganze Sätze an diesen Router gerichtet hat. Was auch ganz schön war, dass er dann mal die inhaltliche Auseinandersetzung auch gesucht hat. Und auch für uns ganz schön, weil wir wollten jetzt auch schon mal wissen, worum geht's denn genau. Und er hat diesen Router dann eben angeschrien, ich habe alles. Alles habe ich für dich getan. Kann sie auch mal zumindest irgendwie blinken. Irgendwie, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwie Leben drin. Irgendeine Form von Kooperation vielleicht mal, aber nix kommt da zurück. Und wenn irgendwas kommt, kommt nur Blödsinn. Irgendwelcher Schwachsinn, der keinen interessiert. Ich weiß nicht, was meine Zugangsrumsbum-Scheißdreck-Mistnummer ist. Will ich auch gar nicht wissen. Ich habe kein persönliches Kern und lass mich um Scheiß in Ruhe. Wo es dann eben so 2-3 Fenster weiter rausrief, da steht im Schreiben mit deinen Zugangsdaten. Das hab ich verloren. Dann bist du am Arsch. Und das genau finde ich eben so schön. Na, also wie diese Geräte die Menschen dazu bringen, miteinander zu reden. Na, aufeinander zuzugehen, einander zu helfen und wirklich ganz direkt, auf direkten Wege, einfach so von Fenster zu Fenster. Also durch die Luft quasi WLAN, kann man sagen, richtig? Na, auch ratzfatz installiert, zack, Fenster auf, steht, ewig. Und es wurde dann aber auch irgendwann ganz, ganz still im Innenhof, aber auch wirklich diese gespannte Stille. Halt eben diese Stille, alle hören zu. Im Gegensatz zu dieser Stille ist gerade keiner da, die gibt's ja auch. Aber das war eben diese gespannte, alle hören zu Stille. Und in diese Stille rein hörte man dann irgendwann den dumpfen Aufprall eines Routers im Garten. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich diese Freiheit auch immer noch erhält. Weil das kann sowas Schönes, sowas Befreiendes haben, allein diese Ausholbewegung zu machen. Und natürlich dann auch das Gefühl, am Ende habe ich doch gesiegt. Ja. Was natürlich, wie ja praktisch alles im Leben, auch zu großen Teilen eine Einstellungsfrage ist, ist ja ganz klar. Das geht ja schon beim Kauf eines solchen Internetrouters los. Dass man dann nicht in den Laden geht und sich denkt, okay, ich kaufe mir jetzt halt so einen Router und dann habe ich ja WLAN, was soll sein? So wird es nicht funktionieren. Sondern sich von Anfang an klar macht, okay, ich kaufe mir jetzt halt mal so einen Router und eventuell, ne, wenn es richtig, richtig gut läuft und ich auch sowieso gerade eine größere Glückssträhne habe und auch das Wetter einigermaßen mitspielt und ich die nötige Zeit und aber auch Geduld mitbringe und auch sonst vielleicht ein ganz schönes Horoskop für den Tag auch noch habe, habe ich eventuell doch, kann man sagen, schon mehr oder weniger quasi durchaus auch WLAN, aber auch für andere mit. Und wenn nicht, dann habe ich halt was zum Werfen. Und da dann aber auch von Anfang an so ein bisschen mit drauf guckt, wie liegt's denn in der Hand? Ist das jetzt ein schönes Gefühl? Holt man da gerne mit aus? Oder gerade bei Routern kann man gucken, die haben oft so leicht fluoreszierende Oberflächen. Das ist ganz, ganz hübsch. Ganz, ganz wunderbar, wenn man die dann noch so ein bisschen anschneidet und vielleicht noch so ein bisschen die Sonne scheint, auch boah, super Effekte. Das ist ganz toll, wo man sich fast wünscht, hoffentlich funktioniert es nicht direkt. Also, Nico, das würde ich schon gerne nochmal fliegen sehen. Und dann gibt es aber eben auch andere Geräte, praktisch ganze Geräte, Gruppengeräte, Familien, könnte man fast sagen, die lassen sich einfach nicht gut werfen.
Und das ist so schade. Also mein Drucker zum Beispiel. Mein Drucker von seinem Charakter her, aber hallo, ein Wurfkandidat. Aber ganz weit vorne mit dabei. Praktisch jeden Tag bewirbt er sich aufs Neue, kann man sagen. Unermüdlich. Aber ist das, oder sagen wir es nochmal anders. Ich glaube, das Hauptproblem, das tatsächliche Hauptproblem zwischen meinem Drucker und mir ist, dass wir einen völlig unterschiedlichen Humor haben. Aber völlig. Mein Drucker hat halt eher so einen sehr kindlichen, sehr infantilen Humor. Also seinen Lieblingswitz, wo er sich wegschmeißen könnte, was ihn jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, was er auch stundenlang spielt, das ist halt dieser große, große Witz. Ich sehe den Computer nicht, ich sehe den Computer nicht. Da, 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 la, 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 la. Findet er super. Das kann der über Stunden. Über Stunden kann er das spielen. Wir Kinder dann sind, die finden ja dann kein Ende. Der Computer sieht mich auch nicht. Na, 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 keiner kann mich sehen. Oder obwohl man manchmal sogar richtig ein bisschen Angst macht, ist, er hat ab und zu dann sogar auch so Phasen der multiplen Persönlichkeit. Oh, das ist eigen. Wenn das so einen Drucker hat, wo ich mich dann auch frage, Gott, wo hat er das her? Hat er doch zu lange zu dicht am Fernseher gestanden oder so? Keine Ahnung. Also, wo er mir dann auf einmal zu verstehen gibt, nee, ist alles gut. Ist alles gut, alles wunderbar, alles schön, aber ich drucke nicht. Was? Nee, ich sag nicht wieso. Nein, nein, nein. Sag ich, nein, nein, nein. Nee, ich druck halt nicht, ne? Ja, was? Ja, ja, ich drucke nicht. Ja, guck ruhig mal alles nach. Ja, ja, ja. Das wäre eine gute, kannst mal alles überprüfen, alles durchgehen und so. Hab auch so ein Programm, das kannst du mal schön laufen. Das ist richtig, das mach mal ruhig, ne? Kannst du alles mal überprüfen, durchgehen, reinigen und so. Ist eine gute, richtig, finde ich eine richtig gute Idee. Kannst du wirklich mal, ist richtig schön, wirst du sehen, ist alles in Ordnung. Ist alles gut, alles wunderbar, alles, aber ich drucke nicht, ne? Ja, lass die Druckaufträge mal stehen, vielleicht drucke ich heute Nacht. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Muss man da mal sehen, wie das aufkommt und so, ne? Kann sein, dass ich es dann gleich 3-4 Mal drucke. Siehst du dann ja morgen früh. Ich werf's an die übliche Stelle. Sieh bitte zu, dass genug Papier da ist. Wenn das Papier ausgeht, drucke ich eine Woche nicht mehr. Und das meint er ernst. Aber hallo, ich hab's erlebt, und zwar mehrfach. Und so ein Drucker lässt sich halt einfach nicht schön werfen. Und das ist so, so schade. Aber dafür habe ich mir eben extra so einen Eierkocher besorgt. Und dieser Eierkocher steht dann auch schon direkt auf der Fensterbank. Liegt super in der Hand, steht direkt auf der Fensterbank, also quasi in Pole Position, kann man sagen. Und das ist natürlich ganz entscheidend, in unmittelbarer Sichtverbindung zum Drucker. Ganz entscheidend. Weil in dem Moment, wo ich zum Eierkocher greife, da gucke ich den Drucker auch an. Und der weiß dann auch genau, was Sache ist. Das merkt, oh, da wird er unruhig. Oh, das gefällt ihm nicht. Der fängt auch an zu blinken und sagt, nee, war nur Papier, schau, war nur Papier, schau, warte, warte, warte. Feiger auch noch. Und dem Eierkocher, dem macht das nichts. Nein. Nein, der Eierkocher, der fliegt gerne. Das merkt man auch. Also wie der durch die Luft dreht und tanzt und sich freut und so. Der hat da richtig Spaß dran. Und der ist auch gern draußen im Garten. Ja. Also für einen Eierkocher kann man schon sagen, eher so der Naturtyp. Also wirklich auch sehr robust und froh und glücklich und so. Und ich mag ihn dafür auch. Und das ist schon relativ liebevoll, auch wie ich ihn werfe. Das muss man sagen. Also ich werfe ihn auch schon relativ liebevoll. Und das sagen ja sowieso dann viele Freunde von mir, so liebevoll, wie du oft so über deinen Eierkocher beispielsweise sprichst und so. Das ist ja schon zeitweise auch ein bisschen bedenklich. Weil wenn man jetzt so, nein, wenn man allein mal so diese ganzen Geschichten und so sich anguckt. Das sind ja schöne Themen und auch viele Themen und so, aber so dieser ganze große, gewaltige Bereich, so Liebe, Romantik und so, das scheint dich ja nicht sehr zu interessieren. Also ich meine, das spielt ja praktisch nie mal eine Rolle. Wo ich persönlich gleich sagen würde, sehe ich anders. Ich finde, das ist in all diesen Texten durchaus auch mit enthalten. Aber hallo, aber nicht zu knapp. Man merkt das noch nicht so. Das ist eher so in zweiter, dritter Ebene, aber da ist die Hölle los. Da brodelt das, da ist das aber hallo mit dabei. Aber hab gesagt, gut,